Alles, was ich gestalten kann, hilft mir, eine Struktur in die Feiertage zu bringen. Und Struktur ist immer stützend. Das heißt, einen kleinen Christbaum besorgen, schmücken, vielleicht Dekoration machen, sich überlegen, ob man das Weihnachtsevangelium noch irgendwo hat, dass man es lesen kann. Schauen vielleicht, welche Sendung in einem Fernsehkanal ist denn das, wo ich gerne auch mitschauen möchte, wo ich mich verbinde, vielleicht auch in einen Gottesdienst, in eine Christmette. Es gibt schöne Gottesdienstübertragungen, sodass es auch diesen religiösen Kontakt noch gibt zu diesem Fest. Also auch das etwas, wo ich sage, warum feiern wir denn Weihnachten? Es ist ja zwar in unserer Kultur eingeschrieben, auch sehr ein anschlussfähiges Fest für jeden, auch wenn er nicht gläubig ist oder religiös ist, aber dort nochmal die Kraft zu entdecken, denke ich, kann auch Teil der Vorbereitung sein. Und je mehr ich mir das gestalten kann, einteilen kann, diese drei Feiertage, desto leichter wird es mir fallen, diese Tage durchzubringen. Und vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Menschen, den ich anrufen kann oder von dem ich sogar angerufen werde, sodass die Einsamkeit dann vielleicht doch nur halb so schlimm ist, weil es Menschen gibt, die an mich denken oder an die ich denken kann. Und Weihnachten heißt ja auch schenken und beschenkt werden. Und ich denke, das kann man, auch wenn der Aktionsradius noch so klein ist, da findet sich immer irgendetwas. Und das zu entdecken, glaube ich, ist es wert, auch wenn man alleine oder einsam ist. Wie können Familie, Freunde oder auch außenstehende einsamen Menschen diese Zeit verschönern? Ja, eigentlich ist ja Advent und Weihnachten eine Zeit, wo man an andere denkt, wo man sich solidarisch erklärt mit Menschen, die weniger haben als ich. Und daher ist es immer auch spannend zu schauen, wen kann ich denn auch eine Freude machen? Kann ich der Nachbarin, wo ich merke, die ist alleine, die kann sich nicht mehr so gut bewegen, vielleicht ein kleines Päckchen vor die Tür bringen oder einen Brief schreiben oder ein kleines Ständchen, wenn ich Kinder habe, die gerne singen, ein Ständchen bringen. Da braucht man gar nicht in die Wohnung hinein, das kann man auch Corona-konform vor der Türe machen. Oder sich einklinken bei Licht ins Dunkel oder beim umgekehrten Adventkalender. Oder man schreibt dann irgendeine Einrichtung, sei das das Altersheim, sei es das Gefängnis, sei es von der Caritas verschiedene Einrichtungen, wo Menschen betreut werden, die niemanden mehr haben. Schenken macht glücklich und schenkt sozusagen auch mir selber ein Gefühl von Glück. Und ich denke, das ist ganz wesentlich. Ich wünsche Ihnen allen, die Sie unter Einsamkeit leiden, dass Sie spüren, dass Sie nicht alleine sind, dass Sie ein Teil des großen Ganzen sind und vor allem, dass Sie spüren, dass dieses Kind, dass dieser Jesus, dieser Sohn Gottes auch für Sie auf die Welt gekommen ist, dass Sie spüren, er ist bei Ihnen, er ist ganz nah. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und fürchtet euch nicht, der Heiland ist schon da. Vertrauen Sie und gestalten Sie das Weihnachtsfest so, dass Sie das Gefühl haben, es ist etwas Wärmendes, etwas Tröstendes in diesem Fest für Sie dabei. Das wünsche ich Ihnen und lassen Sie sich überraschen. Vielleicht gibt es auch für Sie eine Überraschung zu Weihnachten.